Ja, na, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass es immer schön sauber ist. Ja. Also nicht, dass Sie glauben, dass ich da Bedenken hätte, aber... Ja, hier ist die Küche. Hier ist noch eine Speisekammer. Ganz wichtig, da oben ist auch der Medizinschrank. Da ist alles drin. Da ist das Bad. Hier sind übrigens auch die Windeln. Spülmaschine einfach so lassen, wie es eingestellt ist. Die Tabs sind da unten. Ja, das Klo, da geht's runter. Ist ein bisschen unpraktisch, aber. Hallo! Ich bin's! Wer ist denn da? Julia! Na, gut geschlafen? Ja. Ja. Guck mal, ich habe dir jemanden mitgebracht. Das ist, Irina. Genau, die neue Pflegerin, die sich ab heute um dich kümmert. Guten Tag. Hallo? Hallo? Wollen aufstehen? Hallo. Helga! Helga! Julia ist gefahren. Was? Wohin? Ich weiß nicht, aber ich kann sie helfen. Helfen? Bein hoch. Bitte, Bein hoch. Ich verstehe ja nicht, was das soll. Du warst ja sonst nicht hier. Nein, ganz neu. Ich bin Ihre neue Pflegerin, Irina. Bitte, Bein hoch. Aber von hier bist du nicht. Das höre ich doch. Nein, aus Russland. Rostov am Don. Haben Sie, kennen Sie? Was, Russland? Was? Was war denn das jetzt? Was? Ich habe nicht verstanden, richtig. Nicht verstanden, richtig? Was redest du denn da? Was soll denn der Wahnsinn? Raus jetzt. Raus mit dir! Essen. So, bitte. Gut. Vielleicht zuerst trinken. Der ist ja gar nicht sauber. So? Der Löffel ist dreckig. Glänzen muss der. Sauber machen. So kann man nicht essen. Weiß ich nicht auch. Aber vielleicht kann ich Musik spielen. Ja, Enkelin hat gesagt, sie mögen Musik.
Auf damit! Das kann doch nicht wahr sein, dass die immer noch nicht da sind. Was soll denn das? Hier ist doch keiner. Wo sind Sie denn? Bitte ausziehen. Wir müssen waschen, bevor Sie schlafen. Sie sind schmutzig. Was redest du denn da? Was soll denn das? Sind wir hier völlig falsch? Gucken Sie, da sind Flecken. Ja, was fällt dir denn ein? Was hast du überhaupt hier zu suchen? Es ist alles sauber, aber wir kommen nicht mit denen voran. Das dauert alles zu lange. Wir kommen nicht mit denen voran. Sie müssen hinlegen. Nein, ich will nicht hinlegen. Ich will nicht. Wo sind die denn? Ich kann doch nicht hier ewig warten. Die werden ja verrückt da hinten. Die machen noch einen Aufruhr. Es ist alles sauber, aber jetzt werden wir mit denen nicht, wir kommen mit denen nicht voran. Das dauert alles zu lange. Trinken Sie bitte. Bitte so. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob das hier die richtige Lichtung ist. Ja, gehen wir. Ja, wo sind die? Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das hier die. Herr Kreuz. Die richtige Lichtung ist. Haben keine Angst. Ich verstehe es nicht. Ganz ruhig. Ich glaube, das ist nicht sie. Ganz ruhig. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir machen jetzt sauber, aufstehen. Es ist Tag. So, schön sauber machen.
Дай мне маму. Я тебя прошу, ну сделай это для меня. Ну не хочу я работать, не хочу я обслуживать старого эсэсовца. Да потому что я видела татуировку, и у него видела эту группу крови. Блин, блю. Дай мне маму. Не говори маме ничего, да? Не говори, не надо ее волновать. Мамуль. Ну как ты? Ну хорошо, да? У меня, да, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Мам! Kommt denn hier mal jemand? Hallo? Scheiße, ist das hier? Wirklich. Dieser Saustall hier. Schweinerei ist das. Sie da, Herr Kreuz. Nein, drei Tropfen pro Tag. Nicht lassen Sie es. Lassen Sie das Glas, bitte. Nein! Bitte lassen Sie das Glas, bitte. Gib mir das Glas. Gib mir das Glas! Nein. Arzt hat verschrieben, nur drei Tropfen. Maximum. Nein! Nein, ich will nicht mehr! Nein, Herr Kreuz. Nein, Herr Kreuz. Sie werden noch leben. Ich stehe hier. Dieser Dreck.
Schweinestall. Ja. Sauber machen. Putzen. Putzen! Putzen! Bin! Ist zu viel Schmutz! Schon kalt. Ja, das ist der Kroschka. Eine kalte russische Suppe. Ich will es nicht. Aber er ist sehr gesund. Wollen Sie essen oder wollen Sie Hunger? Wissen Sie, was bedeutet Hunger? In Russland... Hörst du es? Hörst du es? Sie kennen Russland, ja? Herrgott. Tropfen. Flasche. Ich habe keine. Ich will eine Flasche. Herr Kreuz, es gibt nicht mehr. Was soll denn das heißen? Ich kann sonst nicht schlafen. Ich brauche meine Beruhigungstropfen. Verdammt nochmal. Die haben sie mir verschrieben, wie meine Strapazen. Beruhigung gibt keine mehr. Nein! Halt! Hier bleiben! Stehen bleiben! Bleib stehen! Stehen bleiben! Die können nicht einfach abgehauen sein!
sind Sie? Irina Rybakova. Ich kann das nicht. Es ist alles so schmutzig. Das spritzt immer so. Ich kann nicht mehr. Morgen. Ist es schon morgen? Ja, ist schon morgen. Ja. Dann kann's jetzt ja losgehen. Kennen Sie den Weg? Kennen Sie den Weg zurück? Ich muss jetzt zurück.